Willkommen zurück zu Vampire. Wir sind hier im West End und sollen jetzt zum Esculent Club. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch, um die Story ein bisschen weiter voranzutreiben. Ist im Übrigen auch das, glaube ich, sogar letzte Gebiet. Ich habe gerade mal geguckt, ob hier irgendwas ist. Also wir können auf die Map schauen, wir sind hier gerade West End. Da ist noch irgendwas und hier oben, das gehört aber anscheinend alles noch zu West End, mehr oder weniger dazu, wobei es abgetrennt ist, lustigerweise. Vielleicht kommt das noch. Wir gehen zum Esculent Club, wo wir mal reingehen, mit Lord Redgrave sprechen. Das sind ja auch alles Vampire und die wissen auch von unserer Existenz. Und unsere Aufgabe ist ja immer noch mehr oder weniger rauszufinden, wer unser Schöpfer ist. Vielleicht wissen die Leute hier mehr. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Okay. Sieht sehr einladend aus und auch sieht auch danach aus, als hätte es hier irgendwie einen Kampf gegeben oder mal einen Angriff von den Soldaten oder wie auch immer. Okay, alles auch recht verwüstet, das scheint den Leuten hier aber auch egal zu sein. There has been quite a battle here. Triff Lord Redgrave. Der wird oben sein, beziehungsweise hieß es ja auch gerade, aber... Oh, das war lustig. Ja, aber wie wir es ja wie gewohnt machen, wir schauen uns erstmal um, wollen mit den Leuten reden. Bisschen Interaktion betreiben. Sofern es, Leute gibt, außer dem einen, dem wir gerade eben begegnet sind. Der uns netterweise die Tür aufgemacht hat. It's locked. Verschlossen. Brauchen wir wohl einen Schlüssel dafür? Oder von der anderen Seite öffnen? Oder sie öffnet sich zu einem späteren Zeitpunkt des Spiels? Oh, Blut. Ei. Ist das Herzpochen von einem Typen hier vor uns? Scheint so. Weil auch wenn ich die... Oh, da oben sind noch welche. Oh, das sind aber einige Leute. Okay, es fehlen ja eh noch einige, die wir noch gar nicht getroffen haben. Aber Lord Redgrave sehe ich nicht. Wobei, es könnte der hier sein mit Unbekannt. Da stehen auch noch welche. Das sind einige Lords. Holy, okay, cool. Cool, cool, cool. Irgendwas wollte ich noch sagen, habe mich selbst unterbrochen, als ich die Leute gesehen habe. Genau, weil der Sound kommt. Das ist aber nicht von ihm. Okay, es ist irgendwie so strange, weil es immer irgendwie komisch anders laut und leise ist. Also die Lautstärke verändert sich, je nachdem wie ich mich... bewege. Ja, das wird einiges an Gerede sein, was wir jetzt wahrscheinlich diese und nächste Folge haben werden. Aber das finde ich immer interessant in dem Spiel. Oh, hier geht's raus. Kann man im Übrigen auch erkennen, ob eine Tür ja eben so eine Ladesequenz hat oder nicht. Aber aus Reflex bin ich da jetzt gerade rausgegangen. Ist hier draußen irgendwas, wenn ich schon mal da bin? Carina Billow. Hat man mit ihr schon mal geredet? Das ist natürlich jetzt unvorteilhaft, ne? Jetzt wollte ich da rein. Und drin mit den Leuten reden. Kann ich das aufschließen? Ne, es ist dann schon offen. War ich hier schon mal?
Ja, hier war ich doch schon. Habe ich mit der da gesprochen? Das ist die hier, ja, habe ich. Okay, wir haben da drin einige Leute getroffen. Ah. Den haben wir auch gesehen drin. Eins. Aber fast nur männliche Charaktere. Ah, gut, okay. Gut. Genug Zeit. Hier nochmal verschwendet. Wie gesagt, man erkennt die Türen, ob die rein und raus führen. Das sieht man hier an dem Symbol mit der Tür und an diesem, ich nenne es mal Ladesymbol, mit dem Kreis da, mit den Pfeilen. Dann weiß man, dass da eine Ladesequenz kommt, beziehungsweise, ja. Ja doch, dass eine Ladesequenz kommt, ist eigentlich immer so. Gut, ich glaube, hier unten waren wir soweit fertig, außer nur mit dem Typen da reden, der uns die Tür netterweise geöffnet hat. Mal ein bisschen mit ihm schnacken, was er so zu erzählen hat. Ach so? Wieso kann ich mit ihm nicht... Ach, es sei denn, die Vampire hier zählen nicht zu den Leuten hier. Okay, das merkwürdig. Das habe ich vergessen, warum auch immer. Merkwürdig, aber akzeptabel. Tolle Bilder. So, Lord Redgrave sollen wir suchen. Jetzt natürlich die Frage, wo lang gehe ich jetzt zuerst? Weil hier drüben, glaube ich, auf der rechten Seite waren ziemlich viele Leute. Ist, glaube ich, auch nicht unbedingt vorteilhaft, wenn ich... Oh, eine Waffe. Können wir mal nichts mehr anfangen. Schon wieder dieses Pochen. Würde ich sagen, gehen wir doch mal hier rein. Großer Raum, ziemlich viel zu plündern. Finde ich mal sehr gut. Ja, richtig viel sogar. Ja, gehört jetzt alles uns natürlich. Ist ja ganz klar. Können wir schon Geld mitnehmen. Hier noch was? Oh. Schlüssel für den Keller. Ist das für die Tür, die wir vorhin gefunden haben? Ich gehe mal hin. Würde Sinn machen, natürlich. Hier für diese Tür. Oder? Ja. Aufgeschlossen. Ist natürlich jetzt die Frage, ob ich jetzt schon mal hier hin soll. Obwohl ich natürlich noch mit den ganzen Leuten reden wollte und wir doch den Lord noch gar nicht gefunden haben. Also Redgrave. Es gibt ja mehrere Lords. Okay, nichts bis hierhin. Okay, war anscheinend alles nur für dieses eine Sammelobjekt, was ich gerade bekommen habe. Na gut. Schade eigentlich, ich hätte noch irgendwie ein bisschen Geld oder so rumliegen können. Okay, krass. Aber ist auch ein echt schönes Anwesen, finde ich. Bis auf, ja, die Toten hier oben. Wir waren hier auf dieser Seite. Ich gehe jetzt mal hier lang. Oh. Ein Dolch. Blutaufnahme. Ja, brauche ich nicht. Ich will lieber hier zum Stun. Aber eine Waffe, die hier rumliegt. Auch nicht schlecht. Bisschen Geld. Das ist abgeschlossen. Und hier ist die Tür zu. I cannot enter. Die ist verschlossen. Okay. Gut. Dann eben hier lang. Und dann mal auf zu den ganzen Leuten. Good evening.
My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansha was no match for him. Hear, hear, hear! Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Oh, okay. Wir können, haben jetzt wieder eine Antwort-Auswahlmöglichkeit. Das ist also der Lord Redgrave, den wir gesucht haben. Er hat uns jetzt nach Lady Ashbury gefragt. Ich bewundere sie, sie ist eine gute Freundin. Sie ist mir von Nutzen gewesen. Na, jetzt natürlich die Frage. Ich bewundere sie, wäre halt auf jeden Fall für sie sprechend. Sie sind eine gute Freundin, wäre eher neutral oder neutraler zumindest, als ich bewundere sie. Und sie ist mir von Nutzen gewesen, klingt eher so als, ja, sie ist halt da und wenn sie jetzt nicht da wäre, dann wäre auch nicht so schlimm. Ich glaube, wir machen gute Freundin, oder? Ich will ihm jetzt nicht unbedingt suggerieren, dass wir eventuell mehr für sie empfinden könnten. Nicht, dass er ihr eventuell was antut, weil wir wissen ja nicht. Wir wissen ja nichts von dem Typen und lernen ihn gerade kennen, also müssen wir ihm nicht so viel preisgeben. Sie ist ein close friend. Und ich bin honored, dass sie feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Scowl Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Okay. Okay, okay. Warum plötzlich so freundlich? Das müsst ihr jetzt nicht machen. Warum ich und warum jetzt? Haben wir noch was Auswahl? Ich mache lieber mal, warum jetzt? Warum plötzlich so freundlich? Also für mich ist er immer noch eher neutral. Haben wir jetzt nicht so als freundlich wahrgenommen. Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Guard at Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Okay. Also ich wäre jetzt in dem Fall ehrlich, würde nein sagen. Diese Angelegenheit geht sie nichts an, wäre halt, ja, eher passiv. Sprechen sie nicht über meine Familie, wäre halt mehr als nur passiv, glaube ich. Das wäre schon ein bisschen aggressiv ihm gegenüber. Wir machen mal nein. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club and to serve me as such.
Okay, ich denke mal, das Gelbe müssen wir so oder so machen. Also beitreten, da haben wir keine andere Wahl, aber wir haben noch ein paar Fragen. Vielleicht können uns das ein oder andere beantworten. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight to ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Okay, und wie ist er gestorben? Dieser William, wenn er der William anscheinend ihn, also den Lord Redgrave, zu einem Vampir gemacht hat? Wenn ich es so zumindest richtig verstanden habe, macht es keinen Sinn, dass William tot ist. Es sei denn, er wurde getötet. Ah, gut, ja, macht Sinn. Ja, gut. Ich meine, Vampire sind ja nicht unsterblich in dem Sinne, also sie können ja getötet werden. Nur, wenn sie eben nicht durch fremde Hand oder durch eigene Hand sterben, leben sie halt eben unendlich. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Ach, das klingt ja nett. Werden wir dann auch ersetzt, oder? Na, egal. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us!
Okay, sprich mit Lord Redgrave, wäre das nächste. Nun würde ich wahrscheinlich gerne erstmal mit den anderen Leuten quatschen. Ah, jetzt die Seite offen. Okay, cool. Nee, hier. Also Lord Redgrave wird hier auch nicht aufgeführt. Das hier wird wahrscheinlich der Alte sein, der da sitzt, ne? Okay, das ist natürlich jetzt schwierig. Wir reden mal mit ihm. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Ungewohnt, mir geht es gut, mir gefällt es nicht. Ja, okay, das ist der Typ. Ja, da ist er. Okay, gut. Was antworten wir dann? Machen wir mal ungewohnt. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Ah, okay, es war anscheinend sein Herzschlag, den ich wahrgenommen habe. In dieser Vampir-Sicht. Okay, sie sind berühmt, ist natürlich das Letzte, was wir machen werden. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Aber er ist kein Vampir. Was macht er hier? Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir! It's for that very reason that I joined the club in the first place. Hä? Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Der Typ ist irgendwie mega komisch. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member. And a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in, to cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Also will er uns damit sagen, dass die Vampire gut sind. Und was ist dann das Böse? Sind das diese Skulls? Werden die jetzt als böse dargestellt oder gibt es noch was anderes? Oder eieiei, alles ein bisschen verwirrend hier. Und es wird irgendwie, wird nicht besser oder wird nicht irgendwie aufgeklärt, sondern es wird für mich persönlich immer verwirrender. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now.
but they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Das stimmt. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Ah, okay. Also hat er was gegen die Infizierten, ne? Also wahrscheinlich auch die, die krank sind. Und nicht nur die Skulls. Und er will eine Mauer bauen, okay. Es ist ungerecht. Es ist gefährlich, es ist effizient. Das ist natürlich die Frage, in welchem Sinne wir antworten wollen. Ungerecht wäre negativ, gefährlich wäre irgendwie moralisch vielleicht. Und es ist effizient, wäre positiv ihm gegenüber. Was machen wir dann? Nehmen wir das hier. Complete isolation has proven effective throughout history, but the death toll has always been a high one. I am glad you understand the concept of necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire, removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. I thought it was Fergal coming back, but no. I'm sure you have more important things to do than talking with an old man like myself. Okay, jetzt kann ich nicht mehr mit ihm reden. Das ist ja strange, mit denen kann ich auch nicht reden. Ich könnte jetzt mit Lord Redgrave sprechen, allerdings ist die Folge jetzt fast zu Ende. Und ich befürchte, oder ich gehe mal davon aus, dass das Gespräch ein wenig länger dauern wird. Okay. Ah, der Typ war irgendwie merkwürdig. So, er will kein Vampir werden. Ist stinkreich. Ist hier im Club. Obwohl er trotzdem kein Vampir werden will. Was sehr merkwürdig ist. Dann werden wir auch eine Mauer bauen. Und die Infizierten ausgrenzen. Weiß nicht. Der Typ ist irgendwie... Der ist mir nicht so geheuer. Wobei Lord Redgrave auch irgendwie nicht... Und er weiß auch nichts von unserem Schöpfer. Es ist alles ein bisschen arg merkwürdig. Arg merkwürdig immer noch. Also keiner weiß auch irgendwie was von unserem Schöpfer, was ich komplett merkwürdig finde, weil hier sind Vampire in diesem Club. Aber unser Schöpfer ist komplett unbekannt. Ist wohl auch ein Vampir, aber niemand kennt ihn. Das ist merkwürdig. Da gibt es die Skulls, dann die Infizierten, die Krankheit, was auch immer. Da gibt es auch normale Menschen, dann gibt es die Wachen. Ist ziemlich viel im Moment noch. Also wir sind... Ja, wobei kurz vor Ende sind wir nicht. Also ich glaube, wir sind echt noch ein ganzes Stück entfernt. Aber es gibt immer noch so viel offene Sachen. Und wir wissen nicht, was so wirklich unsere finale Aufgabe ist. Vielleicht kann uns Lord Redgrave... das beantworten beim nächsten Mal allerdings erst. Also ich gehe jetzt auch absichtlich ins Haus, um eventuell ein bisschen zu speichern. Ich hoffe mal, dass irgendwie autosaved wird oder sowas oder schon wurde. Irgendwer Hilfe. Wer ruft da um Hilfe eigentlich? Das sind Gegner. Irgendwie auch strange, dass hier um... It's locked. Dass hier um Hilfe gerufen wird. Obwohl ich hier in unserem Haus bin. Aber das sollte mich wohl auch nicht interessieren. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat gespeichert. Hier schon wieder. Irgendwer Hilfe. Okay.
Was soll das? So was verwirrt. Game. Das ist der Händler da unten. Das ist die Mutter. Das ist unser Butler. Wieso kann ich etwas hören, aber nicht sehen? Macht da gar keinen Sinn. Warum leuchtet unsere Mutter so komisch? Oh, jetzt nicht mehr. Okay, gut. Auch das war sehr merkwürdig. Okay, ja, ich will jetzt nicht weiter rumreden. Beim nächsten Mal geht's zum Lord wieder zurück. Dann hören wir uns an, was er zu sagen hat. Und dann mal schauen, ob sich ein bisschen mehr Klarheit hier einschleicht in meine Gedanken. Das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!